Ja, dann würde ich sagen, go, oder? Go. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Sind die Global Hotkeys drin? Ja, okay. Nano Freak spielt Borderlands 2. So, so. Achso, beruflich unterstütze ich Menschen und jetzt mache ich eine Schule, Studium quasi, Sozialarbeit, ach so. Aha, ja, okay, das ergibt Sinn. Yes, Xone, absolut yes. Nice. Psst. Psst. Xone, halt die Klappe! Xone! Ja, das ist awesome, Tobi. Brauchst du ein Tutorial oder sowas für das? Weil ansonsten könnte ich dir das von Wulajin schicken. Weil ansonsten könnte ich dir das von Thor's von Thor's Lair, genau. Von Wulajin geben. Da erklärt er den meisten Kram. Ja, es kommt drauf an, welche Kategorie, ne? Ich weiß natürlich nicht, welche Kategorie du run möchtest. Es gibt ja nur vier. Also, däh. Aber ich glaube, er hat ein Tutorial für alle vier. Ich habe mir aber nur eins angesehen. Ich liebe dieses Lied. Das ist ein cooles Lied. Du. Mach mal, ja, jetzt, Tobi, gerade jetzt ist es gerade ein bisschen schlecht. Aber ich kann es dir gerne raussuchen und irgendwie schicken. Außerdem, Tobi, mir fällt aber sein. Hast du Skype, Tobi? Da du ja jetzt Mod bist, brauche ich irgendwie, ne? New PB incoming? Ja, das hoffen wir doch. Hoffen wir mal. Nein, ich habe mir nicht die Haare geschnitten. Sie sehen heute einfach anders aus. Nein, ich habe nicht die Haare geschnitten. Sie sind nur heute nicht kacke. Ich habe mir heute die Haare nicht geföhnt nach dem Duschen. Ich habe sie einfach nass gelassen und einfach trocknen lassen, wenn du weißt, was ich meine. Und ja. Die sehen heute echt nicht scheiße aus und darum sieht's gut aus. Das war auch wieder eine fantastische Xone-Logik, ne? Die sehen heute nicht scheiße aus, darum sehen sie gut aus. Hey Xone, du bist heute nicht hässlich, weil du heute gut aussiehst. Damn. Ja, Lissa, boah, ich hab's gesehen, wie ihr und Nana meine YouTube-Videos voll spammt. Das geht ja gar nicht. Aber nee, ich hab's gesehen, ja. Ich hab's mir zwar nicht komplett im Kontext durchgelesen, aber ich krieg halt eine E-Mail, wenn mir irgendjemand einen Kommentar auf mein Video hinterlässt. Glaube ich zumindest. Ich glaube, hier dieser eine Borderlands-Speedrun ist jetzt eins der meist kommentierten Videos auf meinem YouTube-Kanal seit längerem. Weil ihr beide da so viel rumspammt. Wie einfach meine YouTube-Videos als Chat missbraucht oder so. Nee. Ist okay, spammt ruhig weiter meine YouTube-Videos vor. Das ist nur positiv für mich. Also, lasst euch nicht. Watashiwa! Das war Speedrunning-Regel Nummer 1. Du bist besser, wenn du nicht kacke bist. True fucking story. Muss hier gerade Erdbeben sein? Ist das wirklich notwendig?
Spam Foxone. Auswendig, auswendig also. Irgendwie kommt gerade ein bisschen viel Asia-Flux. Oder bin ich gerade in der falschen Playlist? Ich glaube, ich bin gerade irgendwie in der falschen Playlist. Ach, fuck. Mach mal nicht, liebe Chiptune. Chiptune ist coole Mucke. Ich habe meine Playlist übrigens ergänzt mit dem Soundtrack von Metal Gear Rising, der thematisch, genremäßig überhaupt nicht in meine jetzige Playlist passt. Aber da haben wir abwechslungsweise mal ein bisschen Metal dabei. Lass das, das Spiel ist doof. Hol dir lieber Lego Movie. Hier ist mal Marvel Heroes auf 100% zu bekommen. Lego-Spiele sind awesome. Ich bin auch ein sehr großer Fan von Lego-Games. Damals zu den PlayStation 2-Zeiten gab es ja leider noch keine Platin-Trophäen, aber hätte es da schon Platin-Trophäen gegeben, hätte ich in beiden Lego-Star Wars-Teilen die Platin gehabt. Ach man, ist das jetzt wirklich nötig? Oh shit! Oh shit! Oh shit, guys! Ich glaube, das ist ein Hornet. Oh mein Gott! Leute, es ist Hornets time! It happened, guys! Da unten liegt ein Hornet, oder? Oh fuck yeah! Oh shit, guys. Das da. Ja, das ist eine Legendary. Oh fuck yeah, man. Fuck yeah. Fuck yeah, guys. Wir haben eine Hornet. Sick. Nice. Seit ich dieses Spiel speedrunne. Seit ich dieses Spiel speedrun, habe ich diese Hornet ein einziges Mal bekommen. Und das war der Run, in dem ich, das ist der Run, in dem ich meine Hornet aus Versehen ins Wasser geworfen habe. Weißt du noch, Tobi? Ich hatte da noch, ich war da noch zu sehr in Mirror's Edge drin. Und in Mirror's Edge mache ich immer so einen Move, und zwar, wenn ich springe, drücke ich in der Luft Q, um mich halt umzudrehen in der Luft. Aber bei Borderlands ist es halt die Waffe, die man gerade in der Hand hält, wegzuwerfen. Und ich hatte halt gerade meine Hornet in der Hand. Und das war halt nicht so geil, ne? Und damit habe ich Flint super schnell gekillt. Zick. Aber die brauche ich... Moment, das muss ich mal testen. Wie viel Schaden macht die Hornet so gegen diese... Weil die Hornet an sich ist eine Ultra-Hardcore-Waffe. Und hey, Jayco! Jayco! Alter, die Hornet ist so übel. Alter, Hornet, sick. Alter, die Hornet ist einfach so geil! Oh mein Gott! Gott, ich liebe die Hornet. So, jetzt nochmal J-Core, mein Lieber! Wunderschönen guten Abend! Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Herzlich willkommen! J-Core! I love J-Core! Und danke für den Host, J-Core, by the way. Subaru, mein Lieber, auch dir wunderschönen guten Abend. Assassin MG, ein krasser Kerl, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Und Luzi, shit. Wolltest du nicht noch Daisy? Oh shit, was mache ich hier gerade? Moment. Wolltest du nicht noch Daisy streamen oder so? Das kenne ich ja gar nicht. Jetzt ist direkt die Frage, ob ich... Jetzt ist direkt die Frage, brauche ich,
Erst später, aber macht gerade eine... alles klar. Verstehe. Alles klar. Verstehe. So viele Leute hier, ich hab Angst. Ja. Mir geht's gut und selber. Mir geht's awesome. Jake, euch. Fuck yeah. Ich konnte jetzt leider 2 Tage nicht streamen. Ich war andersweitig beschäftigt, leider. Und so nach 2 Tagen wieder zu streamen ist awesome. Ach man. Mir geht's nicht so gut, hab Fieber, aber nicht so schlimm. Oh, das ist kacke. Ich hoffe, kein hohes Fieber. Ach man. Morgen bei Halo bist du dabei? Nice. Ja, das heißt, du in deinem eigenen Stream vorhin schon ungefähr 3-mal gesagt. Aber freut mich. Ich frag mich gerade, ob ich brauche ich die Lisco, wenn ich eine Hornet gedroppt habe? Ich weiß es nicht. Weil es ist ja nur eine Level. Das ist ja nur eine Level 1er Hornet, oder? Aber das ist awesome, dass ich mal wieder eine Hornet gedroppt habe. Sick. Die Hornet ist tatsächlich auch im normalen Casual Playthrough eine unfassbar krasse Waffe. Die schießt so schnell, das ist echt eine gute Legendary. Wenn ihr in Borderlands eine super easy Legendary farmen wollt, dann killt hier Knuckle Dragger, diesen Bullymon ganz am Anfang. Und zwar, ihr teleportet euch hierhin, geht da hoch und geht dann da oben zurück. Und der ist dann direkt um die Ecke. Und jedes Mal, wenn ihr ihn gekillt habt, macht er einfach einen Safe Quit. Wenn er sie nicht droppt, und dann killt ihr den Kerl so ein paar Mal und dann kriegt ihr die ultra schnell gedroppt, weil er halt direkt um die Ecke ist. Das ist echt easy. Und die Hornet ist echt eine krasse Waffe, by the way. Kann die nur empfehlen, das ist echt eine coole Legendary. Zieht sich zurück und isst Weißwürste. Warum machst du das, Lissop, bitte? Ach man, das freut mich gerade, dass ich einfach meine Legend, einfach mal die Hornet von ihm gedroppt habe. Das ist... Seit ich diesen Speedrun mache, ist mir erst 2-mal passiert. Also mit heute das 2. Mal. Das ist awesome. Easy peasy. Hola! Hey Nana! Wunderschönen guten Abend, Nana! Wie geht's dir? Du olle YouTube-Spammerin, du! Ich hab das schon gesehen, ich hab das mitbekommen. Und ich hab eine Idee. Was ist, wenn ich hier die Sniper in die Hornet Weapon merge? Boah, das bringt mir nicht allzu viel, ne? Ja, man sollte vielleicht auch treffen. Seht ihr, wie krass diese Waffe hier abgeht? Au, au, au. Bringt nur nichts, wenn ich nichts treffe, ne? Das war nicht so klug. Wo sind die denn alle? Das war mal wieder diese Ultra-Granate des Jahrtausends. Seht ihr, wie schnell diese Waffe schießt? Holy shit! Das ist so eine krasse Waffe. God damn it. Jetzt muss ich hier kurz, Sehr gut. Au. Super. Und dir? Mir geht's fantastisch, Nana. Danke der Nachfrage. So nennt sich Abendessen. Um 9:30 Abendessen? Xone, würdest du dir einen New Super Mario Bros. DS Run anschauen? Keine Ahnung, ich denke schon, ja?
Ich bin leider nicht der mega krasse Mario-Fan, also Speedruns auch als auch casual. Aber keine Ahnung, ich würde es mir schon anschauen. Vor allem, wenn es von der Person ist, die ich mag. Ach komm, den krieg ich auch. Kill ihn! Wow. Wirklich? Wow. Wirklich? Wow. Wirklich? Wirklich? Das war schlecht. Wie hast du vor, New Super Mario Bros. Zu lernen, Subaru oder wie? Okay Leute, ich brauche jetzt noch eine Legendary, den Legendary Grenade Mod. Der wäre jetzt fucking awesome. Dann wird dieser Run episch as fuck. Aber schauen wir mal. Oh, ich sehe gerade, ich habe ein Level-Up bekommen. Das läuft ja perfekt gerade. Bei wem schaust du denn Speedruns zu? Dieser Satz war jetzt grammatikalisch vielleicht nicht ganz korrekt. Mist, fuck. Ich schau Runs. Also ich schau die. Es gibt viele Speedruns, die ich schaue. Es gibt ein paar, die schaue ich, weil ich die Runner mag. Wie zum Beispiel Cherno, Caleb Hart 42, Witwix. Und da gibt es auch so ein paar Runner, die schaue ich wegen den Spielen. Oh shit, jetzt habe ich keine Granate mehr. Fuck my life. Dieser Moment, wenn alles scheiße läuft gerade. War das gerade ein Bonus Package? Liegt da ein Bonus Package? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe irgendwas Gelbes gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Nice, dude! Nice! Dieser Run ist jetzt schon awesome. Ich habe jetzt schon zwei Legendaries. Ich habe kaum angefangen. Leute, ich habe jetzt schon zwei Legendaries. Bei welchem Borderlands Run hast du nach 15 Minuten zwei Legendaries? Zwei verschiedene Legendaries, um genau zu sein. Fucking damn it. Das ist awesome. Das ist fucking awesome. Ja, das Bonus-Pack sollte ich vielleicht nicht verkaufen. Ich habe jetzt schon zwei Legendaries. Holy shit! Nice. Nordic, mein lieber Nordic! Wunderschönen guten Abend! Wie geht's dir? Herzlich willkommen, Nordic! Boah. Shit. Kaum ist Nordic da, verkacke ich schon einen Sprung. Nice. Ich lerne es schon. Habe aber noch Probleme mit der Oberwelt. Levelauswahl. Hab da gewisse Frame Drops, warum auch immer. Oh, das hört sich nicht so gut an, Subaru. Netflix and chill. Shit, wie er mich einfach gebodyblockt hat, dieser Spacken. Ich glaube, da war gerade nochmal ein Bonus Package. Ist das da ein Bonus Package? Ich sehe es nicht richtig. Okay, naja, es ist egal. Ich habe schon ein Bonus Package. Ich brauche nicht mehr. Ich bin todesmüde, aber ready for some Borderlands. Das freut mich. Ein Spiel, nicht gerade laggen würde. Drei Granaten, Munition habe ich genug. Da. Bisher läuft es gerade echt gut. Also ich spiele gerade ein bisschen langsam, aber ich habe schon jetzt zwei gute Legendaries. Es läuft. Ich glaube, das hier ist der Legendary Run. Ich werde
Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr beim Zocktoberfest schon mache. Oder dann erst nächstes Jahr. Aber da mache ich so ein Ding, dass für jede Legendary, die ich droppe... Oh wow, guter Sprung, Zone. Für jede Legendary, die ich droppe, donate ich selber irgendwie 5 Euro oder sowas. Nein, hör auf! Niemand mag Nano, der zockt immer heimlich Bild 2. Ja, ich sehe schon kommen, ich werde jetzt noch, ich werde eine Legendary droppen vom Warrior, ich werde die Legendary droppen von hier diesem anderen Kerl, wie hieß er denn gleich nochmal? Mal, hätte ich hier nicht gerade splitten müssen? Moment, ich bin gerade verwirrt. Nee, Moment, der Split kommt erst jetzt. Sobald ich ihn gleich gekillt habe, da kommt erst der Split. Ich bin gerade verwirrt, weil ich jetzt schon Level 7 bin. Apri! Wunderschönen guten Abend, Apri! Moment, Marius, was soll ich machen? Ich hab's nur halb gelesen gerade. Ich soll die beiden grüßen, oder was? Ich hab nur den halben Satz gelesen. Ja, ich werde jetzt hier ein bisschen Zeit verlieren, aber das ist schon okay. Mann, ich bin heute echt wieder zu dumm. So, jetzt, ja. 5 Sekunden verloren, das ist okay. Alle Superboy, ich Helden. Nur uns geht's awesome, glaube ich. Ja, ich weiß, dass es April heißt. Irgendwie hat sich Apri bei mir eingebürgert. Das tut mir leid. Das ist, weil ich deinen Namen beim allerersten Mal falsch gelesen habe. Weil ich die 7 nicht als L gelesen habe. Darum sage ich immer Apri. Es tut mir leid. Das hat sich in meinem Kopf so... so reingebürgert. Es tut mir leid. Verzeih mir. Was farmst du? Ich farm gerade Levels. Eddie Raid. Dieser Raid wird dieses Mal anders. Ja. Ich farm eigentlich nichts gerade, ich farm gerade nur Level. Und zwar muss ich Level 7 an einem bestimmten, an einer bestimmten Stelle erreichen. Level 10 meine ich. Und darum farm ich hier gerade diese Kerle bis genau jetzt. Ich muss diese Kerle 6-mal killen, die beiden. Die geben sehr viel Erfahrung, verhältnismäßig. Und darum killt man die. Ich sehe nichts. Fuck my life, dude. Fuck my life. Nice Raid, Mackie. Einfach mal selber raiden. Ich glaube, ich habe gerade zu viel gefahren, wenn ich ganz ehrlich bin. Habe ich sie gerade einmal zu viel gekillt? Nicht, oder? Hat irgendeiner mitgezählt? Wird, habe ich boom boom gekillt. Ach, fuck my life. Bin zu früh gesprungen. Oh man, es sind wieder zu viele Leute im Chat. Ich komme gerade nicht hinterher. Ich bin nur hier, weil Eddie das gesagt hat. Ja, das glaube ich dir nicht, Mackie. Ist hier eine Granate drin? Nice. Toll, jetzt hat Mackie wieder so viel gespammt. Ist wieder vorbei. Jetzt sind alle wieder super verwirrt. Niemand blickt. Niemand blickt. Fuck my life. God fucking damn it. Dieses Kackrohr.
God fucking damn it. Oh mein Gott. Toll, und ich habe keine Granaten mehr. Das ist fantastisch. Yep, warum muss mir das immer passieren? Hat irgendeiner von euch eine Granate für mich oder so? Irgendwie? Irgendwo hier drin vielleicht? Irgendwo? Aha, die keine Granate. Warum? Jawohl, das macht keinen Sinn mehr. Hier eine Granate. Mann, dieser Run ist schon wieder kacke. Ich hasse mein Leben. Warum? Wieso passiert mir das jedes Mal? Wieso falle ich da jedes Mal runter? Das ist doch scheiße. Das ist doch fucking retarded. Ach, muss ich jetzt hier alle killen, oder was? Ja. Das ist das Problem an der Horne, die schießt so schnell, dass du nicht mehr hinterherkommst. Mann, das ist doch unnötig. Mann, ist das gerade unnötig. God fucking damn it. Ich werde die Zeit verlieren. Mich zweimal hintereinander Grenade Jump verkackt hab. Mach jetzt, ja, Claptrap, ja, Claptrap, ja, du bist doch der geilste Claptrap. Folg mir doch einfach, du dummes Stück Roboter-Scheiße. Oh, kill me. Ach, weil Deathtrap da hinten gerade Leute killt, muss ich jetzt hier alle selber killen, aber ich habe eine Horne, das heißt, es ist nicht so traurig, nicht so schlimm, au. Außer, dass ich hier gerade verrecke. Oh, da ist der Deathtrap. Never mind. Alles klar, Tobi, danke für die Info. Ja gut, jetzt habe ich aber keine Granaten mehr. Ich habe aber die Hornet, das heißt, warte, ich habe ein Bonus-Package. Jetzt muss ich überlegen. Ja, ich nehme einfach die Hornet, um Flint zu killen, das wird schon. Nein! Oh mein Gott. Ja. Sniper-Skills heute auch wieder. Vorhanden, oh Mann. So, was Xone kann sich auch nicht entscheiden. Einerseits möchte er, dass sich möglichst viele Leute in seinem Stream tummeln und der Chat aufgeht. Allerseits beschwert er sich, dass er den Chat dann zu hart abgeht. Ich beschwere mich nur, dass ich den Chat da nicht komplett lesen kann. Das ist doof. Ich liebe euch doch und ich will alles lesen, was ihr schreibt, aber ich komme nicht hinterher. Vor allem, wenn ihr so längere Dinge schreibt. Mackie FTW. Danke. Just do it! Ja, wir werden es gleich sehen, wie gut das Just Do It funktioniert. Sehen wir schnell dieser Kerl hier abkackt durch den Horn. Holy shit. Ja, okay, mit dem Bonus Package ist es noch ein Stück schneller gegangen. Wow, genau auf den letzten Schuss. Perfekt. Kommt Claptrap gerade angerannt? War das die Claptrap Manipulation? Ich bin mir gar nicht sicher. Oh, der kommt ja wirklich. Oh shit, Claptrap Manipulation. Sick. Wenn man Flint schnell genug killt, kann man Claptrap manipulieren, dass er schneller hier hinkommt. Und dann direkt hier das Tor aufmacht. Aber ich habe trotzdem Zeit verloren. Ach, wie unnötig. Aber egal, ich habe genug Level, also ist das schon okay. Ah, Mann, das wäre jetzt so geil gewesen, wenn ich nicht... Ach, das wäre der ultimative Goldsplit gewesen.
Ich habe sogar noch 0,7 Sekunden gespart gerade. Und das, obwohl ich gerade mega hardcore verkackt habe. Lel. Das ist so lächerlich. Jetzt habe ich nur leider keine Granaten und keine Munition. Doch, habe ich auf einmal. Okay, interessant. Yari, yari. So, wir brüsten mal das Bonus Package aus. Was ist das? 1,8er Bonus Package. Das heißt, das 1,8er Bonus Package kann ich einmal auf den Boden werfen und einfach weiterrennen. Und das macht dann ganz viel kaputt da hinten. Easy. Wow, ein Bär ist vor dir. Warum? Geh weg. Wo kommt der denn her? Muss das sein? Wow, just wow. Just really. Nani. So, ein paar Dinge verkaufen hier. Ja, ist ja gut, dir Scheiß. Oh, fuck off. Wow, wie ich noch ein einziges Leben hatte. Damn. Nein. Gib mir, was hier drin ist. Nee. Wirklich? Fuck you. Und auf einmal spielt Mario schon kein Borderlands mehr. Damn. Phase Shift. Warten, warten, warten. Und go. Ach, war dieser Run könnte jetzt schon so viel besser sein. Ach, es ist so lame. Yo, Andy! Ja, Andy, ich weiß, ich soll Shovel Knight spielen, danke. Ich habe ein bisschen Shovel Knight bei Man vs. Game gesehen. Sieht schon interessant aus. Mit erotischer japanischer Mädchenstimme. Oh yeah. Das Problem ist, wenn so viele Leute im Chat sind, dann verliere ich den Kontext teilweise. Und da kann ich nicht mehr mitreden. Und das macht mich dann traurig. Oh, die Hornet ist so sick! Ich liebe die Hornet. Eine Hornet und ein Bonus-Package zu bekommen ist aber so gut. Ich wollte schon wieder sick sagen, aber so gut passt eigentlich mehr. Seit wann bist du mein Erziehungsberechtigter? Wirklich? Come on! Ey, ich sterbe gerade erstaunlich oft. Das ist zum Kotzen. Bitte. Guys, fuck off. Das wird ja so unnötig. Ach ja, ich trage ja gar kein Schild gerade. Das erklärt natürlich einiges. Kann ich hier bitte weg? Danke. Danke. Hallo, danke. Please. Ich merke gerade, das Bonus-Package war überflüssig. Ich muss hier immer selber warten. Habe ich mit ihm geredet? Ja, habe ich. Sehr gut. Ich bin mal lurken, Freund aus dem Urlaub zurück. Bis dann. Viel Spaß beim Lurken, Professor.
Ja, seht ihr, ich hab den Kontext nicht richtig. Was ist das Problem? Willst du mir Leute chatten? So, diesmal ist die Vorne nicht weg. Ich find's schön, wie hier gerade zwei gleichzeitig miteinander reden. Wenn ihr aufhören, miteinander zu reden? Ach fuck, ich hab sogar noch Zeit verloren gerade. Das ist lächerlich. Ah, fuck. Ups, falscher Chat. Luzi, bitte. Ist etwa in zwei Streams gleichzeitig wieder, ha? Ha? Ich seh schon. Geh mal diese Doppelstreamer hier. Ich will die Stimme hören. Was für eine Stimme? Japanisch-erotische Mädchenstimme. Warte, lass mich überlegen. Ups. Oni-chan! Halte, halte! Oni-chan! Was soll ich sagen? Oni-san? Oni-san! Jesse, beweg dich bitte. Mach. Danke. Sayonara, Oni-chan! Oni-chan! Watashi wa Kusone desu! Zufrieden? Mehr geht nicht. Besser kann ich's nicht. Ich bin hin und weg. Guten Abend, at Xoneris, at Melky, at Torslayer, at Bananenbreinane, at Torslayer, at I Love Jayco, at Xoneris. Ja, richtig, du. Kannst die Leute auch doppelt begrüßen. Nice. Chotto Mateo. Wisst ihr, was Chotto Mate heißt? Plan B. Hey Martin! Und wie lief das Deus Ex Race? Bist du letzter geworden? Mendoxana. Es heißt wohl, warte einen Moment. Beim ersten Race dritter? Echt? Nice! Oh, hier ist Metal Gear Rising Musik. Endlich mal ein bisschen Metal hier. Goddamn. Der Soundtrack von Metal Gear Rising ist halt so geil, ne? Light Message. The Judgment Call. Nein. Es ist leider nicht, Heike hat ein PB in einem Race gemacht. No shit. Dieser Heinki. Ist er Sub 40 geworden? Alter. Echt? 39,51? Alter, dieser Heinki, Mann. Holy shit. Jetzt ist sein PB mit unserem Race Commentator. Nice. Hey Vanni! Ich hab was ähnliches wie Warte kurz. Und haben wir was Cooles? Nein, kann ich irgendwas Cooles verkaufen? Fuck this shit, fuck this shit, fuck this shit, and fuck this shit. Chotto mate! Chotto mate yo! Ach, endlich mal vernünftige Moderatoren, die Leute timeouten, bei denen ich nicht mal sehe, was sie geschrieben haben. Das ist so gut. Ich weiß nicht, warum ihr den Kerl getimeoutet habt. Ich habe das nicht gesehen, aber... Good job, guys. Nice.
Und Martin, wann ist dein neue? Wow, ich krieg grad echt nur Mist. Das ist nicht so geil. Normalerweise habe ich jetzt schon den Keller drum gespammt, Max. Das ist ein Porno-Stream. Habe ich das? Ist das ein Kompliment? Kennt ihr noch die Zeiten, wo man Porno als Kompliment verwendet hat? Ey, Alter, das ist ja voll Porno, ey. Kennt ihr das noch? Hallo, kann ich bitte? Ja, danke. Aber jetzt sollte ich das Bonus-Package wieder ausrüsten. Was denkt ihr, brauche ich? Nee, ich brauche die Let's Go nicht. Fuck. Hashtag fuck Let's Go. Ja, Nana, du bist sowieso zu jung für das. Da gab's das noch nicht. Ja, die Hornet reicht, ne? Die Hornet dürfte reichen. Das Einzige, was ich vielleicht machen sollte, ist Weapon Merging. Fällt mir gerade ein. Das war eine dumme Idee. Und dann die hier rein. Nice! Level up! Oh, das ist awesome gerade, dieser Run. Ich muss mir nicht mal die Let's Go holen, weil ich gerade die hier. Alter, ist die Hornet krass. Best weapon ever. My heart will go on. Einfach durchrushen hier. Ich glaube, das wird ein Goldsplit, weil ich habe die Let's Go übersprungen. War das eine Granate? Das war keine Granate. Rolando. Wer ist denn jetzt hier schon wieder? Ah, dieser Moment, wenn du dich mit deinen eigenen Granaten killst. Au. Au. Lass mich vorbei. Elo? Muckenspieler? Was? Wo? Muckenspieler? Ach da, hey, Muckenspieler! Junge! Oh fuck. Oh my fucking god, this is pretty bad. Shit! Geh weg, lass mich in Ruhe. Wirklich? God fucking damn it. Hey, es gibt schon wieder ein Gewinnspiel im Chat. Nice. Endlich Wochenende. Hey! Ich kann grad nichts. Fuck off, guy! Alter, diese Hornet, what the fuck? Ich dies Level 1 oder so, ne? Cow. Jesus Christ! Jesus Christ! Ja, tatsächlich ist dieser Midget da. Der ist nicht zum ersten Mal gespawnt da. Ja, ich habe gerade eine Hornet.
Und darum habe ich die Let's Go gerade nicht eingesammelt, weil ich die Hornet habe. Obwohl die Hornet müsste Level 1 oder so sein. Oder ist die Level 2? Nee, die ist... Nee, ich glaube, die Hornet ist Level 2. Das würde mehr Sinn ergeben. Subaru ist da aus dem Video. Subaru, danke für den Host! Holy shit! Was geschieht gerade in diesem Chat? Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich, ganz ehrlich, Leute, ich habe eigentlich mit einer komplett anderen Reaktion. Ich habe eine komplett andere Reaktion erwartet heute gerade. Ich habe 2 Tage lang nicht gestreamt und da habe ich eigentlich erwartet, dass mir heute niemand zuschauen wird, weil ich habe 2 Tage lang nicht gestreamt, ne? Nee. Ach ja, by the way, schon wieder Metal Gear Rising Musik. Das heißt, Heinki hat endlich seinen Sub vor dir erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Mein Health ist gerade nur so ein bisschen... Ne? Ganz viele in dem Chat. Alle ziehen sich auch und wubbeln. Sie ziehen sich alle auch. Ah, das ist cool. Das kannte ich noch nicht, wenn sich alle auch ziehen. Das Coole ist, die Hornet hat die hier noch, ne? Wirklich? Really? Really? Seriously? Ist das ein Jacobs? War das ein Jacobs? Ich bin mir sicher. War das ein Jacobs? Oh. Nee, das ist ein Tigio. Oh, fuck my wife. Das merke ich mir auf jeden Fall. Schick mal wieder nur Mist. Ja, da war es gerade nicht so schlimm. Okay, ich habe 4 Granaten. Ich muss die jetzt auch mal so ein bisschen einsetzen hier. So, das reicht. Oh. Da ist Jobe! So, jetzt müssen doch hier schon die krassen Kerle. Genau, der da. Seht ihr den Dot-Effekt vor allem hier gerade? Der Dot sollte eigentlich, also vor allem, korrosiver Schaden sollte ja keinen Einfluss gegen menschliche Gegner haben, aber seht ihr den... Fuck you, dude. Seht ihr den Dot gerade? Wie viel das abzieht? Ja, dieser Moment, wenn man stirbt, wenn man gerade den Gegner getötet hat, das... Scheiße. Ja, yep, ich glaube, das hier wird ein Goldsplit. Bad Lessup, you have won! Please speak up in chat! Ach, Lilith macht wieder denselben Kram, so wie immer. Kannst du das nicht machen? Danke. Oh, okay. Never mind, vielleicht gibt's doch keinen Goldsplit. Schade. Es wird mir zu dreckig, ich geh mich jetzt 3-mal duschen. Das war wirklich eine Jacobs. Sehr geil. Warte, bin ich Level 10? Ne, ich bin... Oh, wow. Naja, ich habe trotzdem 50 Sekunden gespart. Das ist okay.
Das Dumme ist, ich habe jetzt nur keine Shotgun. Ja, das ist ein bisschen kacke. Aber ich war so nah an Level 10 gerade dran. Moment, Moment. Ach so, ist das Polarity? Ach, hat Bad Lizard Polarity gewonnen? Okay, ja, das kann ich machen, kann ich machen. Lizard, dann kriegst du von mir nach dem Stream ein lustiges Geschenk. Glaube ich zum... ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich es in meinem Inventar habe. Aber ja. Ich hatte gerade kurz die Befürchtung, dass ich selber in meine Steam-Bibliothek gemacht habe, aber nee, Polarity ist ja noch in meiner Bibliothek. Im Inventory, meine ich. Hier, Geschenk, Rummel! Rummel! Jetzt bin ich theoretisch Level 10. Okay, Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Ich bin gerade einfach zu hibbelig, ich bin gerade gut drauf, so. Gibt's irgendjemand im Chat außer mir, der sich auf TwitchCon freut? Shower with your dad simulator? Na. Ja, ne, ich weiß auch nicht. Vielleicht soll ich das Bauteil auch einsammeln, fällt mir gerade auf, ne? Wo ist das Ding? Habe ich es hier? Hier. Wow, das kam gerade ein bisschen spät ins Bild. BC Warrior. Ach, jetzt kann ich auf diesen Kerl hier warten. Peace. Danke. TwitchCon ist eine Twitch-Messe. Aber weil es halt von Twitch ist, wird es ja auch gestreamt. Und da gibt es einen Haufen Panels von Streamern. Die erklären halt alle möglichen Twitch-Kram. Es gibt alle möglichen Panels. Das wird super Hype. Das kann ich jetzt schon sagen. Die ganzen TwitchCon-Panels werden super. Weil da kann ich einen Haufen Dinge von größeren Streamern lernen. Das wird super rummelig. Hallo, was hallo? So, ich war gerade duschen. Ich habe scheinbar was verpasst. Ansichtssache. Ich bin nur gerade gut drauf. Und ich habe gute Sachen gedroppt bis jetzt. Okay, Leute, es wird Zeit für den RNG-Launcher. Kriegen wir ihn? Oh, Baby. Leider keine Shotgun. Das hier sieht gerade nach Gold. Das sieht verdächtig gerade nach Goldsplit aus, Leute. Die wir wahrscheinlich einbüßen werden, weil ich meine Shotgun jetzt einfach gerade scheiße ist, die ich besitze. Goldsplit! Und übrigens, hey Jalquar! Wunderschönen guten Abend! Okay, die Hornet kann ich jetzt hier. Was habe ich hier? Das ist eine Scattergun. Das ist schlecht. Aber eine Scattergun hat immer nur ein Ding. Genau, das heißt. Das ist tatsächlich, das ist ein Goldsplit, der hängt in Zusammenhang mit Kombination. Der hängt in Kombination mit wow. Ich bin heute so gut drauf, dass ich nicht mehr reden kann. Nice. Das ist eine Kombination gerade aus Skill und Glück gewesen.
weil ich den Rocket Launcher First Try bekommen habe und weil das vorhin mit den Geräten da ganz gut funktioniert hat. Oh Gott. Oh Gott, das wird ewig dauern. Oh Gott, vielleicht brauche ich doch eine bessere Shotgun. Oh Gott, das wird ewig dauern. Oh boy, das... Ja, ich habe gerade diese Shotgun vom Anfang. Das ist so eine Level 2er Shotgun, also schauen wir mal. Richtig, Isle of Jacob, das ist absolut korrekt. Ja, es geht zwar. Einfach ein bisschen krippen hier und dann... Hallo, Junge! Fuck you, dude! Hallo? Hallo? Nein, lauf doch nicht weg, Junge, bitte, echt. Alter, ist das dein Ernst? Wow. Ich hasse Badmore. Das ist dieser Moment, wenn du vielleicht doch eine bessere Shotgun dir hättest besorgen sollen. Unnötiger Timeverlust gerade. Nice. Vielleicht bewerfe ich ihn auch einfach mit... Stirbt er dadurch? Diese zwei Bonus-Packages? Befürchte nicht, oder? Wow. Yamero! Wo ist der Key? Key? Habe ich den Key? Ich glaube schon, ja, habe ich. Oh Mann, was für ein unnötiger Timeverlust gerade. Okay, ich brauche bald eine bessere Shotgun. Ob ich es wohl bis zu Wilhelm schaffe mit der Shotgun hier? Wir haben heute übrigens den vorläufigen Plan für das Zocktoberfest gemacht. Der ist noch super hardcore, mega, wie soll ich sagen, was ist das Wort, was ich suche, fuck, mir fällt das Wort nicht an, was ich gerade suche. Ach genau, provisorisch. Das ist super hardcore provisorisch und kein Runner hat bisher hat zugestimmt, weil wir einfach mal so ein provisorisches Schedule gemacht haben. Aber schauen wir mal, ne? Geheim? Ja, der ist momentan noch geheim. Die Runner kriegen morgen oder... übermorgen werden sie irgendwie von unserem German-Kanal angeschrieben, kriegen den zugesendet und wird nachgefragt, ob sie zu der Zeit, wo sie eingetragen sind, ob sie da Zeit haben, ob sie irgendwie, ob sie einen Kommentator brauchen, ob sie Ideen für Donation Incentives, bla. Was machst du da? Hallo? Das heißt, unser provisorisches Schedule gerade ist extrem krass. Aber wir gehen davon aus, dass ein paar Runner halt nicht können an den Zeiten, wo wir sie geplant haben. Aber wenn es so funktionieren würde, wie wir es geplant haben, dann wird das echt ultra. Vor allem der Samstag, der wird extrem krass. Ich freue mich auch schon mega aufs Zocktoberfest. Ich freue mich vor allem aufs nächste Zocktoberfest. Also das nächstes Jahr. Ups. Das wird mega rummelig. Oh man, mit dieser Shotgun kann ich ja kaum irgendwas töten. Ach, das ist schlecht. Ich kann nur Leute killen, wenn ich sie kritte. Schlecht. Omae ga hunter ka? Yoyaku haeta na.
ブラッドショットとの戦いは実に見事だ。Ja, du kannst gerne da in diesem Artikel nachschauen, aber du wirst nichts finden zum vorläufigen Schedule. Wir haben das in einem neuen Excel-Doc gemacht, also kannst da lange suchen. Und selbst wenn du mir es jetzt privat sagen würdest, wäre mir das egal. Weil ich habe schon gefragt. Ich kann nicht einfach meine Speedrunning-Kollegen anfragen und fragen, ob sie Zeit haben, da und bla und derp. Das geht nur über den offiziellen German-Kanal, so. Das heißt, ich könnte ja jetzt schon sagen, wann du dran bist, aber ob du kannst oder nicht, mir das zu sagen, bringt dann nichts. Ich habe gerade einen lila Raketenwerfer bekommen, mit dem ich nichts anfangen kann. Oh man, ich habe sogar Zeit verloren. Ach ja, weil ich bei Badmore gestorben bin. Ach man! Hashtag unnötig. Ich glaube, die meisten hier drin wissen, was das ZFM ist, ganz ernsthaft. Wirklich? Come on, dude. Mann, ich habe 38 Sekunden verloren. God fucking damn it. Okay, ich brauche eine bessere Shotgun. Und zwar sofort. Weil ich den Warden gekillt habe, gehe ich nach Sanctuary und da brauche ich dann eine bessere Shotgun. Obwohl, die bringt mir nicht so viel, weil sie wahrscheinlich zu hohes Level hat, ne? Ja, ich weiß nicht. Hyperion, Rolando. Wilhelmo. Geht's einfach mal hier lang. Mann, ich raff es nicht mehr. Ich komm da nicht mehr hoch. Oh, verlieren wir halt noch mehr Zeit. Weil ich den Sprung da jedes Mal falsch mache. Dein Juri, ne? Und ja, Mackie, du hast rein theoretisch Zeit, also beziehungsweise rein theoretisch frei. Aber du hast gefälligst beim ZFM da zu sein und mich moralisch zu unterstützen. Und nächstes Jahr, habe ich gehört, machst du dann selber Speedruns auf dem ZFM. Du machst dann Shower with your Dad Simulator Speedruns. Gott, ist das eine scheiß Shotgun hier. War das eine Jacobs? Das sah Jacobs-mäßig aus. Gott, mach ich wenig Schaden. Holy shit. Das war keine Jacobs, glaube ich. Das sah aus wie eine Bandit-Shotgun. Das... war das gerade eine Jacobs? Gott, ich habe gerade so viele Shotguns. Ich habe keine Ahnung, was ist. Mann, ihr schreibt zu viel. Ich komme nicht hinterher. Falls ich irgendeine Frage von euch übergangen habe, dann stellt sie einfach nochmal. Und dann wird das schon. Jacob. Ja, I gotcha, bro. Kann mir einer erklären, warum ich hier Zeit gespart habe? Zeit sparen werde. Wenn ich einfach kaltblütig eure Frage übergehe, dann stellt sie einfach nochmal. Dieser Run ist gerade so gut, ich muss mich so ein klein bisschen konzentrieren. Ach Mist, ich habe keine Granaten.
Okay, schauen wir mal. Haben wir hier was Cooles? Nein. Du. Oh, eine Coach Gun auf Level 12. Sick. Und eine Scatter Gun auf Level 12. Whatever. Perfekt. Okay, aber ich bin erst Level 11. Das heißt. Level 12 kriege ich. Ja, okay, das passt schon. Okay, bisher läuft der Run krass. Warte, was kommt jetzt hier? Warte, das heißt. Ich habe drei. Ich müsste jetzt drei Jacobs Sniper auch schon haben. Vielleicht ziehen wir einen Shotgun? Nee. Fast. PB incoming. Ja, wir sind gerade auf jeden Fall auf dem besten Weg zu einem PB. Wir sind gerade auf dem besten Weg dahin, mein Lieber. Worüber redet ihr da jetzt schon wieder? The fuck? Ich finde schön, wie Lysop immer Jalqua die Katze sagt. Hierher, Käferchen, komm zu mir. Das war dumm. Ihr sollt hierher kommen. Sehr gut. Was ist das Thema? Das würde ich auch gern wissen, Subaru. Es geht um. Ich habe keine Ahnung. Hier und dann den hier rein und dann den so und so. Perfekt. Super gut. Ach ja, ne, Martin, du hast noch einen Monat Zeit, um auch einen Sub vor dir hinzulegen, sonst wird das Race total kacke. Und du wirst nie wieder bei einem Zoktoberfest drankommen. Du wirst für immer Schande auf dir tragen, in dir, auf dir, mit dir, um dich. Sehr mutige Schritte von Nano. Meine Geschlechtsumwandlung. Du willst ein Kerl sein, Nano? Warum das denn? Mickey ist doch hetero. Oh shit, shots fired. Halte, halte, halte! Ich habe letztens ein ultra gutes Tiny Tina Cosplay gesehen, irgendwo auf Reddit oder so. Oh, hi! Dieser Bestechungsversuch. Was hat das mit Mackie zu tun? Weil du Mackie heiraten willst, habe ich gehört. Wirklich? Come on! Really? Come on! Krete doch mal! Kreten! Danke. Ich brauche ein besseres Schild. Was die Bienchen machen, Stern, 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 mit den Blümchen, was in Stern, Stern, Stern resultiert. Ist das ein Rätsel?
Ist das ein Rätsel? Muss ich das verstehen? Au! Wieso kriege ich heute so viele Raketenwerfer? Was zum Schizzle? Schizzle, my hizzle, dizzle, frizzle. Wow. Ernsthaft? Damn. Ich mag Rätsel. Not! Ich will Chen heiraten. Wer zum Geier ist Chen? Chen? Google Exo Chen. Das sagt mir nicht viel mehr. Wer ist dieser Chen? Ich kenne keinen Chen. Who the fuck is Chen? Chotto mate. Wollen wir diesen Kerl killen? Niemand will mich heiraten. Oh fuck. Oh shit, 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 das war eine dumme Idee. Oh my god, please kill, kill! Oh my god. Kill ihn jetzt mal! Danke. Gott. Weißt du, vorhin haben die Mods mega krass reagiert und jetzt gar nicht mehr. Da sind drei oder so gerade hier. Das üben wir aber nochmal, Leute. Das war jetzt nicht so. The Yellow from the Egg. Kann ich irgendwann diese Schilder verwenden? Burn all the babies! Oh shit, that time save gleich. Passt auf. Passt auf. Oh shit! Minus eine Minute. Sick. Sick Videogaming Zone. Warum gehe ich hier lang? Tom muss gerade Chen besuchen und Martin schläft. Ich weiß es nicht. Das heißt, heute schon zwei Trolle. Damn. Was ist denn heute los? Naja, okay, wenn mehr Leute da sind, dann gibt es auch mehr Negatives, ne? Logischerweise. Gott, ist das eine beschissene Shotgun gerade. Geh weg, geh weg, geh weg! Critical Hit! Critical Hit! Oh, ich krieg wieder 7 Milliarden Schilde. Was denkt ihr, wie schnell kann ich Wilhelm killen mit dieser Level 2 Shotgun? Oh Gott! Das wird erstmal 3,5 Jahre dauern.
Oh Gott, das wird erstmal 3,5 Jahre dauern. Oh Gott, bitte nicht. Schieß schneller! Schieß schneller! Nein! Was macht ihr da? Wo ist der Power Core hinten? Ah, hier. Am Einrichten von meinem Laptop, Lautstärke etc. Naja, 5 Sekunden verloren. Wieso habe ich nur 5 Sekunden verloren? The fuck? Oh Gott, ich habe gerade eine Befürchtung. Ich habe gerade diese Befürchtung, dass ich gleich nicht Level 12 sein werde. Oh boy. Oh my god. Oh Gott. Weil ich gerade zu wenig gekillt habe. Nicht gut. Oh Gott. Jawohl, vielleicht doch. I can feel it. I can feel it in the air. What? Oh boy, ich fühle ihn. Ich fühle ihn tatsächlich auch, den PB gerade. Es läuft gerade auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich, fuck, was mache ich hier? Ich hab's gesehen, Tobi, danke. Moment, ich hab gerade einen Fehler gemacht. Glaube ich. Scheiße. Kennt ihr das, wenn euch Facebook zumüllt mit irgendwelcher Scheiße? Sie haben einen Anstupser und eine Veranstaltungseinladung seit 7 Milliarden Jahren. Ich habe 3 Sniper, ich habe einen Level 12er Coach Gun, das So, hier hätte ich, ach man. Ich... Ja, ich habe ja Facebook auch nur, um mich zu promoten. Auf Facebook. Aus anderen Gründen habe ich das ja auch nicht. Warum ist das hier gerade so leise? Rip-Soundeffekt oder so, I guess. Schade, nichts dabei. Schade, schade, nichts dabei. Mackey, Thor betrügt dich mit Xone, hast du gelesen? Ein Dreier? Was ist mit Mardin? Ja, wir haben zu viele Leute. Ah, ich sollte anfangen, nicht versuchen. Ich sollte hier nicht in der Mitte vorbeifahren wollen, das funktioniert nicht. Xone, du Cheater, Facebook nur deswegen zu haben. Ja, ich habe auch viele irgendwie Schulfreunde und so habe ich auch auf Facebook, aber mit denen schreibe ich nie. Auf meiner persönlichen Facebook-Seite, da poste ich so ungefähr nie etwas. Sondern nur auf meiner Xoneris-Seite, da poste ich immer. If you know what I mean? Oh Gott. Au! Bin ich tot? Please, no Killerino. Krieg ich Level 12? Oh Gott, das wird knapp, oder? Wow, wegen gefühlt 2 XP oder so wollt ihr mich verarschen. Are you fucking kidding me?
Wirklich? Really, dude, really, please, come on, fuck off. Danke, holy shit. Okay, erstmal Backup. Dann haben wir hier diese Coach Gun, die verbraucht 2 Munition, das heißt. Eins, zwei, zack, boom. Und dann hier auf hier. Und hier auf hier. Sehr gut. Sehr gut. Und natürlich habe ich wieder zu viel Kram gerade. Kann ich irgendwas davon ausrüsten? Nein. Das heißt, ich muss irgendwas wegwerfen. Hier, geh weg. Ah, ich hasse es, wenn das passiert. Was ist denn jetzt wieder los? Ah. Das Aim-Shield irgendwo? Ja, oh, schon erstes Aim-Shield dabei, das ist sehr schön. Moment, Moment, ich muss kurz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann nehmen wir das mit und so, go. So, jetzt, Moment, wo waren wir? Was redet ihr da? Xonostream? Xonostream? Xonostream gar nicht? Vanni? Vanni? Da, Vanni. Hey, Vanni! Vanni! Die zweite Vanni ist jetzt auch da. Ist die erste Vanni noch da? Ach, fuck, really? Oh, come on, really? Ach, come on! Oh, hab ich grad viel Pech, das ist echt übel. Ich hab grad so viel Pech im Glück. Und Vanni, wie geht's dir? Vanni! Für einen kurzen Moment dachte ich, ich werde wieder Xone-Stream-raided, aber das war dann doch nur ein Irrtum. Mich dann doch nur geirrt. So, das einzige, was gerade noch fehlt, ist ein gutes Aim-Shield und dann. Weil das, was ich gerade gekauft habe, war ziemlich am Mist. Ich glaube, die erste Vanni ist nicht mehr da, oder? Bible-Thon. Vanni. Vanniception. Schreibt man das nicht anders? Schreibt man Seption nicht mit einem C? Deine Qualität ist zu gut für mein Internet. Das tut mir leid. Kein einziges Aim-Shield. Wow. Kann irgendjemand der guten Vanni mal meinen Hitbox-Kanal verlinken, damit sie da schauen kann, weil es da vielleicht besser läuft? Error! Okay, jetzt muss ich ein bisschen mehr töten, weil ich ein bisschen in der Experience hinterher bin. Martin hat den Bot kaputt gemacht. Hat er das? Hat er das? Okay, perfekt, sehr gut. Oh, fucking nice. Wieso landen die genau alle hier oben jetzt?
Ich sehe gerade ein Problem. Warum passiert mir das auch jedes Mal? Ist Roland schon dead? Nein, Roland geht's momentan noch wunderbar. Dem geht's momentan wunderbärchen. Easy peasy. Nein, ich verliere Zeit. Ja, weil ich Kram killen musste. Twitch bitcht mal wieder rum. Hitbox TV / Xoneris. Ne, DJ F. Paul ist Martin. J.K. ist doch nicht Martin. Tatsächlich weiß ich ja den Namen von J.K., aber ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. PayPal OP. Oh, Fahrskills, bitte. Ich dachte, DJ F. Paul heißt Paul. Was denn das? Bin ich Martin? Sind wir nicht alle ein bisschen Martin? Sind wir nicht alle ein kleines bisschen Martin? Nein, ich heiße nicht Paul! Bist du dir da ganz, ganz sicher? Bist du da wirklich ganz fest von überzeugt? Angel? Mann. Ich hab so ein kack Aim-Shield gerade. Mein Aim-Shield macht nicht mal 100 Schaden. Ich fühle mich ein gutes hier, ne? Hat sie gerade gesagt Toka? Easy peasy. Easy peasy. Angel, dass du Mark heißt? Jake heißt Mark, wirklich? Ja, ich glaube, das kommt hin. Mal, der kriege ich mein Auto da hinten kaputt? Gott, warum macht man eine Shotgun mit einem Visier? Da sieht man doch kaum was, weil so hardcore verzieht hier gerade. Konstruktor. Send in the constructors! I want the bad guys dead now! Get fucking wrecked, Constructor. Onegaishimasu. Ja, hier an dieser Stelle kann ich den Chat gerade kurz nicht lesen.
Oder nicht viel, weil ich hier ganz viel rumballern muss mit dem Verrückter. Noch die Stelle, wo man von der Musik gerade nicht mehr allzu viel hört. Hey Jan! Youngster, Youngster, Crunch Crusher! Guten Abend! Angel! Get fucking wrecked, badass loader. Fucking hot loader, exploder. It's up in hot loader. Na, was? Nasch-Cruncher? Bitte? Schrei doch nicht so nah. Die Kleinen werden so schnell geruch. Ja, Jayco, ich habe was dagegen, dass du Mark heißt. Das ist nicht okay. Das kotzt mich echt an. Da kriege ich so einen Hals von. Das ist... Nee, sorry. Das geht nicht, Junge. Das macht mich fertig. Nee. Es tut mir leid. Das geht einfach nicht. Wie kannst du denn einfach Mark heißen? Geht's ja nicht noch? Was ist dein Problem, Junge? Ach, ich hätte Kram verkaufen sollen in der Zwischenzeit. Goldsblut! Hey, Nikopol! Du schaffst das Ninja-Style! Easy. Das wird easy peasy, das wird der Sub 50, Leute, I promise. Das ist der Legendary Sub 50 hier gerade, ich sehe es. Das ist der Legendary Sub 50 Run, ich promise, guys, I fucking promise. So, jetzt, abends. Nico und Starcrusher! Jans Crunch, Jan, ne? Ihr wisst Bescheid. Wie geht's euch? Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Das einzige, was ich gerade nicht habe, ist ein gutes Amp Shield. Ficken. Hey Jan, danke für den Host. Und dann sehen wir ja, wer einen geilen Namen hat, weil du ihn dann die ganze Zeit sagen wirst, weil du gefesselt auf einem Stuhl festsitzt. Warum soll ich meinen Namen sagen, wenn ich gefesselt auf dem Stuhl sitze? Das ergibt gar keinen Sinn, Jayco. Was laberst du für einen Scheiß? Nein, ich hab gerade die Waffe gewechselt. Obwohl, nee, das war okay. Ich muss also gleich Weapon Mansion. Ich brauch trotzdem ein besseres Amp Shield. Mann, RIP. Please, gib mir Amp Shield. Okay, weil jetzt muss ich hier bei 4 anfangen. 4? Bist du 4? Ja, genau. So, er kommt da rein. Und der kommt... Also ich überlege, kommt der da rein? Und der kommt jetzt hier rein, oder? War das richtig? Ich glaube schon. Okay, probieren wir hier den Ultra-Skip nochmal, weil ich habe eine gute Shotgun. Oh fuck. Das dürfte easy sein. Ja, warum mache ich das eigentlich? Ich krieg das sowieso nie hin. Früher machen sollen. Der Chat muss halt mal golden aussehen. Ja, das war ja super. Wenn ich einen Goldsplit habe, vor allem wenn ich einen 57 Sekunden Goldsplit habe,
dann will ich, dass ihr die Scheiße aus dem Chat spammt. Mit Glottberg. Und irgendwann in naher Zukunft benutzt ihr dann mal Glott Teddy oder Teddy Glott oder wie war das gleich nochmal? Perfekt, 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 perfekt. Sehr gut. Okay, das wird, Leute. Ich werde jetzt hier auch nochmal eine Minute rausholen durch neue Strats. Durch 6 Strats. Oh. Oh nein, wirklich? Ach komm schon, wirklich? Mann, warum immer hier? Warum jedes einzelne verfickte Mal? Oh Mann, ich hasse dieses Spiel. Ja, jetzt habe ich die Strats auch schon versaut. Ja, ich habe aus irgendwelchen Gründen nicht mit Mordecai geredet. Weil ich ihn nicht angeklickt habe oder was auch immer. Das heißt, erstmal RIP hier eine Minute, weil, keine Ahnung, weil ich mal wieder ein Vollidiot war. Warum passiert mir diese Scheiße immer hier? Bloodwing ist so ein bisschen mein Nemesis-Level, ich merke das schon. Ja, das ist vielleicht sogar mehr als eine Minute hier gerade. Das sind vielleicht sogar 2, merke ich gerade. Fantastisch. Nice, Xon, einfach nur nice. Ja, das heißt, ich kann jetzt die Safe-Strats hier auch schon mal knicken, weil... Naja, ich könnte zwar hier hin, aber das bringt mir... Nee, das lohnt sich nicht. Ja gut, schon mal direkt verkackt. Sehr geil. Naja. Das ist jetzt nicht wirklich ein Mega-Skip, aber... Ich habe auf jeden Fall einen Haufen Zeit verloren gerade. Umsonst Farbe gewechselt. Mann. Wie passiert dieser Kack immer mehr? Das ist doch scheiße, Mann. Ja, du sollst ihn nicht killen. Wieso sind die schon alle verletzt? Fuck my life. Wir beide 1 gegen 1. Hört sich vernünftig an, Jaco. Also was, 1 gegen 1 in Borderlands oder was? 1 gegen 1 in Borderlands? Fight me one on one? Fight me one on one in real life, bitch. Oder so. Pfannkuchen machen. Alles klar! Geh dir Pfannkuchen machen, viel Spaß dabei. Copy past FTW. Um die Modmenge zu senken, was für eine Modmenge. Mann, Leute, warum musste ich immer hier Zeit verschwenden? Immer. Jedes einzelne Mal. Every single fucking goddamn fucking time. Oh, ich merke gerade den Skip hätte gar nicht funktionieren. Ja, das geht gar nicht. Oh Gott! Oh Gott, zum Glück fällt mir das gerade ein. Der hätte sowieso nicht funktioniert gerade. Kritikale Hit! Kritikale Hit! Okay, wir töten einfach trotzdem alle super schnell und gewinnen trotzdem aus irgendwelchen
mir total unerfindlichen Gründen gewinne ich trotzdem irgendwie noch eine Minute dazu oder sowas. It's gonna happen. Komm schon. Au, das war dumm von mir. Hier ist schon der Badass Stalker. Da bist du, geh weg. Ich krieg ihn nicht mal. Holy shit, ist das eine gute Shotgun? Oh my fucking god. Die Jalqua, ne Keks. Ah, fuck. Kappa. Die Mods sterben aus. Läuft es heute besser, Xono? Ja, eigentlich schon, aber gerade jetzt in diesem Split habe ich gerade was falsch gemacht, das mich wahrscheinlich Zeit kosten wird. Nimm doch die Kackfeder auf, what the fuck, man? Alter. Ja, das ist richtig. Es läuft besser, aber ich verkacke trotzdem. Das ist absolut korrekt. Das ist absolut korrekt. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein besseres Amp-Shield. Ich habe nur ein 109er oder so Amp-Shield. Gibe Amp-Shield. Ey, ich werde heute mit fucking Raketenwerfer zugemüllt. Das ist echt übel. Brato Wingo. Oh shit, Metal Gear Rising Musik schon wieder. Ist den Keks. Ja, Brato Wingo kommt gleich. Die Bratwing. Kommt hier gleich, jeden Moment. Mann, wieso verkacke ich diesen Sprung immer? Warum? Warum ist Bloodwing so ein asoziales Dreckslevel? So bin ich zu dumm für alles in diesem fucking Speedrun. Ich geb's auf, ich hasse alles, ohne Witz, ich hasse alles. Ich schwöre beim Leben meines nicht vorhandenen irgendwas, dass ich... Ja, okay, whatever, wir machen Plan B, ich kill einfach alles und mach das auf dem normalen Weg. Da ich nichts auf die Welt hinkriege und wieder 3,5 Millionen Jahre verlieren werde und am Ende werde ich wieder salty as fuck sein. Weil ich wieder von fast minus 3 Minuten es geschafft habe, auf plus 9,5 Minuten zu sein oder so eine Scheiße. Jedes Mal immer dasselbe. So ist dieser Grenade Jump so dämlich asozial, verdammt nochmal. Au. Mann, Leute, das ist doch... Mann. Warum immer ich? Ich will doch hier nur ein bisschen müde spielen und dann kommt diese Scheiße. Das ist doch nicht lustig, Mann. Salzstreuer im Chat. Nein, Jayco, ich hasse nur das Spiel. Wenn ich sage, ich hasse alles, dann seid ihr da immer ausgeschlossen. Ja, ich müsste gleich vor fertig sein. Hier, Bloodwing fliegt jetzt erstmal so eine halbe Stunde um die Welt herum und macht das, was Bloodwing am besten kann, und zwar nervig sein. Kruschen. Ja, gleich werde ich anfangen, Zeit zu verlieren.
とにかくブラッドウィングを止めるしかない。なんとか助ける方法があればいいが、今最も重要なのはコントロールコアエンジェルにたどり着き。Naja. Ja, seht ihr, jetzt bin ich, bin jetzt schon am Zeit verlieren. Ich sollte jetzt das Level fertig haben. Du fliegst echt weg. Ist das dein Ernst? Wow, das RNG. You fucking kidding me, mate. Mahan, warum ist das so ein Dreck? Ja, ich werde wieder sämtliche Zeit verlieren in diesem Dreck. Dieser Moment, wenn du auch, wenn du alles verlernt hast, was du jemals gelernt hast, im Speedrun. Okay. Nice, genau in die Spalte. Fantastisch. Ja, ich werde alles an Zeit verlieren, was ich bisher gut gemacht habe. Ich werde genau bei Null landen. Ich sehe es kommen. Wieso passiert mir das immer hier? Jedes Mal. Warum? Warum immer ich? Warum? Zu unnötig. Naja, dafür bin ich schon gleich Level 15. Das heißt, ich kann jetzt schon das Amp-Shield benutzen. Das ist doch für den Arsch. Ich werde auch wieder zu viel Kram haben, wahrscheinlich. Ha, nice. Ich habe 2 Minuten verloren. Sick. Nur weil ich nicht mit dem... Wo zum Geil gehe ich überhaupt gerade hin? Mahan. Ich versau gerade alles. Ich habe noch kein anständiges Aim-Shield, was mir auch nicht so viel hilft. Ach man. Vielleicht wird das hier doch nicht der Legendary Sub 250 Run, den ich mir... Oh, hier. Level 16er Coach Gun. Hi. Level 16er Coach Gun, Freunde. Sieg. Moshi Mosh. Okay, ich habe eine bessere Shotgun. Slapuking. Oh. Komm ich so weiblich rüber? Amp-Shield irgendwo? Amp. Kein Amp-Shield. Nice. Einfach nur great. Just great. Thank you.
Ja, Subaru, wir sind zwar nicht bei 0-0-0 gelandet, aber bei minus 18 ist jetzt nicht so viel besser, um ganz ehrlich zu sein. Mann, mein Aim-Shield ist kacke. Slapukingu. Ich finde schön, wie die Slapuking sagen. Schade. Das Einzige, was jetzt gerade noch für einen vernünftigen Run fehlt, also für einen richtig guten Run, ich brauche definitiv noch ein besseres Aim-Shield. Was zum Geier mache ich mit so 100? Ich habe nicht mal 100 Schaden Aim-Shield. Aber ich habe eine Shotgun. Sie hatten nie eine Chance. Really, guys? Das Perfekte wäre einfach... Man ist echt eine krasse Schockung, die wir haben. Holy hell. Was sind die denn alle? War's das? Hey, da ist die zweite Bunny wieder. Die erste Vanni. Ist die zweite Vanni noch da? Warte, ich bin verwirrt. Ich will, dass Vanni und Vanni sich gegenseitig Hallo sagen. Das fände ich schön. Ich habe, by the way, 150 Energy Stacks, ne? Was glaubt ihr, wie lange wird es dauern, bis ich meine 150 Energy Stacks verliere? Wie lange wird es dauern? Was meint ihr? Was sagt ihr? So, der Mega Skill Grenade. Fuck my life. Target Beacon Kido. Nice. Fucking nice. Lel. Ja, mach die Kacktür auf, Junge. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe, aber hey Neko, wie geht's bei deinen Borderlands Speedruns voran? Back! Läuft bei dir oder läuft bei dir nicht? Läuft oder läuft nicht? Weil Splits fertig machen muss. Brauchst du Hilfe bei Splits? Ich nur auf ihn gewartet habe, ne? Oh, das war gut. Der Jayco ist männlich as fuck.
Ich meine, er hat mich zu einem One-on-One herausgefordert. Ich schlag doch keine Frauen, hallo? Please, guys. Hey, ich bin Level 16, ich könnte eine zweite Shotgun verwenden. Oder die andere, hier Level 16er Shotgun. Das war eine dumme Idee, ich hätte zuerst den hier hinten killen sollen. Und jetzt muss Brick länger latschen, bis er mal irgendwo hinkommt. Aber war das gerade den nicht von ihm? Nein, ich werde Zeit verlieren. Bye, Bustam. Ja, natürlich habe ich wieder zu viel Kram, weil ich habe immer zu viel Kram und ich verkauf's nie und fuck my life. Und ich bin im Plus. Nice, nicht. Ach man. Mann, warum? Opportunity. Commander-san. Ja, das ist die. Die werde ich gleich einsetzen. Das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das hat die 57x13. 80x13. Das heißt, die kann ich verkaufen. Ja, dann muss ich gleich Infinite Ammo neu machen. Aber das heißt, ich kann jetzt kurz... Moment, ich muss sowieso hier hin. Ja. Leute, ich brauche ein besseres Amp-Shield. Mann. Wo war das denn? Outwash. Warum? Dieser Run hat so gut angefangen und dann verkacke ich es immer irgendwo. Ach komm schon, wirklich? Bible Farm! Bible. Überall. Perverse. Damn. So, wieder da. Was habe ich verpasst? Du hast verpasst, wie ich mega gut war und dann total verkackt habe. Also so das Übliche. Du kannst da oben in den Splits wunderschön sehen, wie man von minus fast 3 Minuten zu plus 7 Sekunden kommt. Ich krieg heute kein Aim-Shield, dafür wurde mir alles andere so in die Fresse geworfen. Hat das geklappt, bitte? Sehr gut. Naja, der Run kann ja immer noch was werden. Weil wir haben jetzt mal den wunderschönen umgekehrten Fall,
dass ich eine mega gute Shotgun habe, aber ein total bekacktes... ein total bekacktes Aim-Shield. Konoha, Konoha. Jetzt wollte ich einfach nur noch ein besseres Aim-Shield und der Run wäre eigentlich cool. Ja, der Run wäre schon cool gewesen, wenn ich nicht beim... den Bloodwing mal wieder mega hardcore ultra verkackt hätte. Was pupst Mackie an und Mackie fällt tot um? Der Pupser des Todes? Jacob, der Pupser des Todes? Kann ich dich in meine Xoneria-Armee einberufen als Pupser des Todes? Offizieller Name? Irgendwas getroffen. Ach, das war der da? Nee. Ich schmeiß die Banana raus. Wo ist eigentlich Becky? Ich vermisse Becky. Ich brauche trotzdem ein besseres Aim-Shield noch, irgendwo, irgendwie. Test. クソ野郎の声になってんな。傑作だぜ。 Party, Party, Party! Ach ja, richtig. Jetzt, wo du sagst. Yay! Nochmal 16 Sekunden verloren! Woo! Okay, aber ich schieb die 16 Sekunden, weil ich hier Infinite Ammo und Weapon Merging nochmal neu machen musste. Weil ich halt die bessere Shotgun bekommen habe. Also ist das in so weit okay. Brico Bazzardo. Hey, nochmal eine Level 9-18er Coach Gun. Wow. Ich hab echt kein gutes Glück mit den Waffen, aber ich hab kein Glück mit Amp-Shieldern. Das ist nicht so geil. Okay, das merken wir uns. Ab Level 18 gibt's nochmal ein besseres. Eine bessere Waffe. Das ist sehr, sehr. Moment, ich habe schon wieder keine Granaten. Ist das dein Ernst? Ach ja, ich muss ja mit Clap. Oh, fuck my life, dude. Oh, schon wieder unnötig Fehler machen. Oh. Kann mich bitte irgendjemand... Ich muss mir das merken. Ich muss mir das in meine Split schreiben, irgendwo. Rede mit fucking Claptrap. Muss ich mir merken. Nach Opportunity muss ich mit dem scheiß Roboter reden. Nach Bloodwing muss ich mit ihm reden und nach Opportunity. Jetzt mal auf Kami was zu essen machen. Viel Glück, viel Spaß, guten Hunger, whatever. Brutzel dir was Leckeres.
Okay, in 3 Minuten sollte ich schon durch sein. Das könnte ein bisschen happig werden. Ich habe 150 Energy Stacks. Gute Waffen. Schlechtes Amp Shield. Mein Amp Shield macht nicht mal 100 Schaden. Bibelfarm. Meine Nachbarin macht komische Geräusche. Dann musst du zurück komische Geräusche machen, Nana. Du musst sie verwirren mit komischen Geräuschen. Moshi-Mosh! Mein Wasser ist alle! Wieso genau? Dummerweise ist in meinem Kühlschrank selber nicht mehr zu viel. Mackie, es tut mir leid, in meinem Kühlschrank ist selber nicht mehr viel. I'm sorry, Mac! Oh, das war eine dumme Idee. Was? Wow, really? Aber hier sieht man das wunderschöne Umgekehrte. Wenn du mit einer guten Shotgun stirbst, dann ist die Chance, dass du wieder aufstehen kannst, over 9000. Ist das dein Ernst? Gott, bin ich tot? Ach, come on, was ist das? Fuck's sake, mate. Wenn man schlafen darf, morgen arbeiten. Oh, renn! Okay. Ey, diese Mörser. Bis dann, Tobi! Vielen Dank fürs Zuschauen! Und, das sind Skype, ne? Das ist echt nicht da, mal. Okay, sehr gut. Sehr gut. Das Level Up kam mehr oder weniger gerade perfekt. Das war ein interessantes Aiming gerade. Ich soll vielleicht mal leveln, ne? Oh, der ist auch schon hier, sehr gut. Habe ich den Level-Up-Effekt noch drin? Oh, get fucking wrecked! Und der sucht der Badass, er hatte keine Chance. Irgendwas Brutales schießt da hinten auf mich. Irgendwas mit Raketen hat er gerade auf mich geballert. Hey, ich gewinne aber trotzdem keine Zeit. Red. Wieso habe ich Infinite Ammo vorhin eigentlich neu gemacht? Das war unnötig. Yay! Nochmal 26 Sekunden verloren! Yay! Gegen Mitte des Runs oder gegen Mitte Ende Run mache ich immer so dumme Fehler. Auch in meinem PB kommt nachher in Sawtooth Cauldron. Da kann ich mir eine Minute Zeit sparen, einfach wenn ich nicht Scheiße baue. Was bei mir natürlich jetzt nicht so einfach klingt, aber ihr wisst, was ich meine. Ach ja, vielleicht sollte ich
Das war das, oder? So, wo spawnen sie? Oben auf die Minimap schauen. Okay, der erste ist direkt hier. Und der andere ist direkt da hinten. Das ist doch. Das ist gut. Okay, das ist nicht gut, dass der da hinten direkt spawnt. Und jeweils am Arsch der Welt spawnen voneinander, das ist schlecht. Bis ich da hinten wäre, kann ich auch den hier kaputt machen. Genau, und dann spawnt direkt der hier. Oh, das ist gut. Sehr, sehr gut. Versteckt sich. Ja, ja. Die gute Nana und der Domi. Die mögen sich. Gute Anmerkung, oder? Hat der Typ gerade... Hat er das? Ist schon möglich. Das habe ich mich, glaube ich, das letzte Mal auch schon mal gefragt, Jayco, ob der das da sagt. Das kam mir selber auch irgendwo bekannt vor. Warte mal, was ist das da hinten? Oh nee, das ist auf der anderen Seite, habe ich recht. Oh. Okay, Moment, das ist so der vorletzte, oder? Das heißt, ich kann auch direkt... Oh nein. Ich bin da hinten so down. Sehr gut. Ist Neko tot? Ich weiß nicht. Neko, bist du noch da? Neko? 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 Test, test, test. Neko? 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 Wisst ihr, was in meinem Stream noch fehlt? Ich brauche noch. Es fehlen noch all die Leute, die lustige GIFs machen oder halt diese Web-M oder halt hier diese Bilder, ne? Das ist echt ein bisschen doof. Bunker, du bist so ein bisschen weit weg, ne? Das ist dir. Kannst du ein bisschen näher kommen vielleicht? So ein Ticken näher? Junge, du stehst da doof. Kann ich ein bisschen näher? Das ist eins der Pattern, die total Mist sind. Aber er bleibt gerade ziemlich lange hier. Und tut lange die Hand weh. Du bist doch ein bester Bunker. Ich wollte gerade sagen Spackbo, aber dann habe ich ihm sein letztes Lebensding noch abgezogen und das war okay. Wird trotzdem knapp. Oh, der Trottel ballert jetzt trotzdem noch auf mich, weil er lustig ist. Easy peasy. Wenn Cruncher wieder auftaucht, Neko plus Jayco, dann sagen wir mal nichts. Mal gucken, ob Cruncher verzweifelt. What? Hey Xanthos! Hey Wookie! Nein, ich verliere Zeit. So,
Sag mal, Xanthos, hast du dir schon wieder einen neuen Account gemacht oder hast du mir einfach nochmal mit einem deiner alten gefollowt? Ich habe gesehen, dass du mir schon wieder gefollowt hast. Ich verstehe nicht, wie man hier den Dank macht. Wie geht das? Hey, aber ich habe tatsächlich Zeit gewonnen. Nice. Hallo. Danke. Cool, ich habe 29 Sekunden. Sick. Und Jayco, möchtest du auch Mod werden? Ich glaube, das ist schon wieder mein letztes Glas Cola, obwohl... Ja, okay, das sind zwei Gläser. Wir sollen uns noch hier ein bisschen Cola. Noch dieses kleine bisschen Rest hier. Sag nur Leute als Freunde haben, die Papa Tor oder ich okay finden. Wow. Ich bin Level 18, das heißt, was ist das hier für eine Coach Gun? Die braucht auch zwei, das heißt BAM. Dann muss ich nur Weapon Merging nochmal neu machen. Oh shit, jetzt habe ich eine krasse. Jetzt habe ich eine krasse Shotgun. Das ist so der Run der. Mann, ich brauche doch nur noch ein besseres Aim Shield. Wenn es doch nur so einfach wäre, Xanthos, ne? Wenn es doch nur so einfach wäre, einmal Cola in den Stream zeigen und 1000 Euro bekommen. Oh Mann, es wäre so gut. Seht ihr das? Ich kritte diese Kerle nicht mal und ich mache schon sehr viel Schaden. Das ist awesome. Diese scheiß Shockfield Generators. Muss Nana euch fragen, auch wegen, ob ich ihr Freund sein kann? Das klang irgendwie falsch, oder? Was sind Freunde? Nico, das sind Menschen wie wir. Das sind Freunde. Wrecked, wrecked, wrecked. Diese Shotgun hier ist ein bisschen OP, by the way. Onegai shimasu. Kein Unfall in der Küche. Seht ihr diese krasse Shotgun hier? Jetzt müsste eigentlich Ivani 2 wieder auftauchen und sagen, dass sie schon wieder eingeschalten hat. Jetzt. Wow, ich habe den Kerl fast nur durch Abprallschüsse gekillt. Wirklich scheiß Ion Loader. Jedes Mal müsst ihr diesen Blödsinn mit mir machen. Geh weg. Warum ich dich gefragt habe, ob du auch Mod werden willst? Weil ich in dir Potenzial sehe, Jayco. Naja, okay, um ehrlich zu sein, sehe ich in jedem von, oder fast allen, die gerade im Chat sind,
Potenzial, mal Mod zu werden, weil ihr alle so toll seid. Und ich euch irgendwie, keine Ahnung, in meinen Stream einbinden will irgendwie. nein, Santos, wenn du ein Spiel jetzt playen willst, du brauchst nur die Erlaubnis von der Firma, wenn du auf dieses Let's Play Werbung schaltest und damit Geld verdienst. Wenn du es einfach nur so zum Spaß als Hobby ein Let's Play machen willst, ohne was davon zu haben, also finanziell ohne was davon zu haben, dann brauchst du nicht zu fragen. Glaube ich zumindest. Nur wenn du Werbung draufschalten willst oder sowas in die Richtung. Dann musst du entweder bei einem Netzwerk sein, bei YouTube, die bei denen das okay ist, oder du musst die einzelnen Firmen fragen, was halt ewig dauern könnte. Das hier ist übrigens gerade so ein Run in Richtung göttliches Glück, aber choking pretty hard. Junge, bitte. War's mal Mod bei Cedric? Ja, ja, der Cedric. Ich bin toll. Ach, ihr seid alle toll. Labert kein, ihr seid alle toll. Und wisst ihr auch, warum ihr alle toll seid? Weil ihr gerade hier seid. Wenn ihr nicht hier wärt, dann wärt ihr nicht ganz so toll. Aber ihr werdet immer noch toll. Der tollste hier? Nee, der tollste hier bin ich. Warte. Der tollste hier ist er. Warte, meine Lieblingstätigkeit in diesem Raum hier? Ach, Jaco, ich trau dir das schon zu. Wir machen einfach ein Mod-Schulungsprogramm, weil die meisten meiner Mods, die gerade hier sind, die, ich weiß nicht, Mackie, warst du schon mal irgendwo anders Mod? Ich weiß, Starcruncher ist in ein paar Channels noch ein Mod, das heißt, er ist ein ganz, also er hat schon ein Resümee als Mod. Bei Martin bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, ich bin auch der Erste, der ihn zum Mod gemacht hat. Mickey habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal, also habe ich zum Mod gemacht. Marius wahrscheinlich auch, David wahrscheinlich auch. Kara weiß ich nicht, aber die Kara. Andy wahrscheinlich auch. Ja, sagen wir einfach, dass die meisten Leute in meinem Chat die meisten Mods in meinem Chat sind bei mir zum allerersten Mal Mod geworden. Außer jetzt, aus ein paar Ausnahmen. Mann, ich habe sogar noch 4 Sekunden verloren. Goddammit. Das halte ich. Hallo. Ich bin nicht der Tollste, bin halt nicht so oft hier. Aber du bist auch toll, Goten. Und dir übrigens wunderschönen guten Abend. Ich habe dich nicht begrüßt, obwohl ich dich gelesen habe. Bitte verzeih mir. Ich bin ein worthless piece of shit.
Grüßt nicht mal seine Zuschauer. Hashtag abgehoben. Hashtag Lappen. Hashtag unnötig. Hashtag remove Xone. Was mache ich hier? So, hier kann ich jetzt eine Minute und 20 Sekunden an Zeit rausholen. Theoretisch. Wenn ich den richtigen Weg gehen würde auch, wäre hilfreich. Hashtag Remove Zone. Yep. Ich penne. Oberster Chefmod. Ja gut, also über dieses oberste Chefmod-Ding, da reden wir nochmal. Tatsächlich war ja Winterherz mal meiner Meinung nach oberster Chefmod, aber ich meine, es ist Winterherz. Den habe ich jetzt auch schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Vielleicht sollte ich ihn mal anschreiben und fragen, was bei ihm so geht. Yo Winter, was geht so bei dir, ey? Es gibt hier keinen obersten Chefmod. Der oberste Chefmod bin ich. Außerdem, keine Ahnung. Lohnt sich ein oberster Chefmod überhaupt? Macht das irgendwo Sinn? Also jetzt mal ernsthaft. Was meint ihr, wenn man ein größerer Channel ist, lohnt sich da ein oberster Chefmod irgendwie? Hat das Sinn? Ich meine, was macht denn der? Ach ja, und nur so zur Info, ich mod in meinem Channel einfach Leute, die ich mag und zu denen ich irgendwie Vertrauen habe. Und ich meine, Mod selber ist ja eine Fähigkeit, die man schnell lernt. Und das einfach den Timeout-Befehl und irgendwie den... Ich meine, die paar Befehle da, die es gibt, die kann man ja easy schnell lernen. Das sind ja, keine Ahnung... Und vielleicht so 5, 6, 7 Befehle oder sowas. Und der Rest ist ja einfach nur irgendwie menschliches, irgendwie Allgemeinwissen und irgendwie Nettigkeiten sowas. Alles andere ist ja... Natürlich, genau darauf zu landen. Ach, ich wollte dazwischen durchfliegen. Was ist denn das für eine Frage, Jacob, bitte? Oh, ich habe gar nicht nachgeschaut nach einem besseren Amp-Shield. LOL, wie die wieder down gehen. Holy crap. Ach, fuck my life. Ach komm, ist das dein Ernst? Kill ihn! Kill it! Sehr gut. Was zum Geier hat mich eigentlich gerade gekillt? Das sah aus wie eine Explosion gerade. Ich brauch definitiv bald ein besseres Schild. Und mit bald meine ich verdammt bald. Ich halte halt einfach gerne Ausschau nach Leuten, denen ich Mod zutrauen würde, so, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, J-Core könnte das auch ganz gut. Okay, kann ich das jetzt bitte einfach nicht versauen? Oh, fuck yeah, baby! Wieso habe ich das Gefühl, ich habe gerade irgendwas falsch gemacht?
Immer. Was? Moment, ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, der Run ist gerade zu Ende. Kann es sein? Kann es sein, dass der Run gerade zu Ende ist, weil ich mal wieder nicht richtig aufgepasst habe? Buzzard Hangers? Sand... Obwohl, nee, stimmt. Ist alles in Ordnung. Alles okay. Oh, fuck off, guys. Es ist halt so ein bisschen... Früher hatte ich Mod-Mangel, also Leute, die, denen ich wirklich zugetraut habe, Mod zu werden. Oh, fuck, 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 fuck. Da hatte ich früher Mangel von und jetzt habe ich fast gute Leute im Überfluss. Ich finde es halt so ein bisschen... Ich würde gerne allen irgendwie so eine Chance geben. Boombringer. Nee, Mickey, das kommt noch. Chill. Please. Call me your shit. Ich hab Tobi nach seiner Skype-Ding gefragt. Und Jan habe ich ja schon in Skype. Aber das würde ja bedeuten, dass Jan öfter in Skype online kommen muss. Naja, okay, aber um fair zu sein, in der Mod-Gruppe wird jetzt nicht unfassbar viel geschrieben. Was von unfassbar großer Wichtigkeit ist. Legendary? Legendary? Keine Legendary. Schade. Get fucking wrecked, Buzzard! Baka, ne? Wo ist der letzte Buzzard hier? Oh, das war super gut. Ich mag Schnitzel. Wer mag keine Schnitzel? Jetzt mal ganz ernsthaft, wer mag keine Schnitzel? Und werden wir gleich wieder im grünen Bereich sein? Nein! Oh shit, das wird ein sicker Time-Save, Bro. Wieso sag ich Bro? Schon wieder voll müde, blöde Arbeit. Da schläft man Nachmittag extra, damit man den Stream sieht. Weil es trotzdem nur müde. Nein, Lissa, das tut mir leid. Aber der Run, er ist gut. Das war sogar ein Goldsplit, holy fucking shit. Nee, ich hab's gelesen, J-Core, ich hab nur nicht drauf geantwortet. Hast du mich eigentlich in Steam, J-Core? Wenn nein, add mich mal. Add mich mal in Steam. J-Core. Machst du mal Adding auf Steam Reno? Was, welche Waffe als Psycho Level 18? Eine gute, würde ich sagen. Eine brauchbare. Eine vernünftige. Oh shit, Martin lebt noch. Hey Martin, jetzt wo du schon mal gerade hier bist. Warst du vor mir schon irgendwo mal Mod bei irgendjemandem? Lasst den Chat erstrahlen in Goldsplits. In Gold in Glottbags.
からパイプの中に入れる。きっと杖やストッケードへの近道だ。Ja, es ist halt schwer zu sagen, es, mit der Waffe, weil es gibt so viele Waffen in Borderlands, da es gibt keine beste Waffe so in dem Sinn. Du musst halt einfach... Wirklich, ist das dein... Warum ist dieses Spiel so für'n Arsch heute? Es ist doch zum Kotzen. Ja, cool, jetzt ist das Auto weg, nice. Was soll das heißen? Ich habe das Ding doch gerammt. Das ist so ein Dreckspiel manchmal. Da mache ich, was das Spiel von mir will. Ich achte einfach nicht drauf, ob ich es geschafft habe. Boah. Du sollst einfach hier rüber und das kacke Ding rammen. Das habe ich ja vorher nicht gemacht, ne? Hier. Habe ich ja überhaupt nicht gemacht hier, ne? Nein, nein. Ich habe das Ding ja nicht gerammt hier. Hey, cool. Das hat auch nicht. Ah, doch. Jetzt hat es als Rammen gezählt, ha? Huh? Das ist so dämlich manchmal, dieses Spiel. Das sind so diese kleinen Dinge, die einfach ankotzen. Fuck off, dude. Ja, nochmal zu der Frage mit den Waffen. Ich würde einfach sagen, benutzt irgendeine Waffe, die du gut findest. Darum geht es ja in Borderlands, um Looten und Leveln, dass du umherreist und Waffen dir anschaust und irgendwie die besseren Waffen, irgendwie hier Statistiken vergleichst der Waffen und einfach das nimmst, was dir irgendwie am besten gefällt. Ob das jetzt eine Sniper ist oder eine SMG oder eine Shotgun, kannst du dir ja dann selber entscheiden. Ich bin nur eine Minute im Minus, das ist doch so wenig. Kill diesen Kerl. Oder lass es. Pump Station 2 ist doch so für'n Arsch. Ich bin jetzt schon Level 20? What the hell? Killt mich, jetzt könnt ihr mich killen. Go, go, kill, go, yes. Killt mich. Ihr seid doch scheiße, hier, jetzt killt mich. Danke. Ja, okay, jetzt sind... Was ist dein Overskill? Das Wort Overskill sagt mir jetzt tatsächlich nicht wirklich viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Overskill habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Keine Ahnung, was ein Overskill ist. Ich kenne nur ein Overkill. Vielleicht ist es eine Fähigkeit vom Psycho? Der Overskill? Ich weiß es nicht. Ich habe den Psycho noch nie gespielt. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Vielleicht meinst du den Action Skill? Vielleicht heißt der so? Overskill? Ich weiß es nicht. Ich finde, Subaru und Professor Kohl müssen mehr spammen, damit die Mod-Symbole im Chat untergehen. Wow, wirklich. Fuck this game, like literally. Fuck this game. Wieso muss gegen Ente immer alles schief gehen, Leute? Bitte, help. Warum? Dass ich gegen dich runnen kann? Ja, lern doch Dust. Dust in the Legion Tale. Das kann man doch gut racen. Das war ein bisschen zu früh, aber whatever.
Hey, ich habe nicht mal so viel Zeit verloren, wie ich befürchtet habe. Mir fehlt aber immer noch ein besseres Amp-Shield. Ich mag das Lied nicht. RIP. Danke. Wie viel kostet das gerade? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Das kann aber nicht so viel sein. Das kann nicht sonderlich viel kosten. Easy peasy. Spam schmeckt eklig. Woher weißt du, wie Spam schmeckt? What the fuck? Jedoch steht bei dem Mod Overkill Abklingzeit verringert sich um x Prozent. Au, au, au. Au, 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 au. Saturn, bitte. Lass mich in Ruhe, Saturn, bitte. Please, chill. Nein, jetzt ist er schon wieder hier oben. Geh weg. Geh weg, Saturn. Ich mag dich nicht. Der Overskill. Es tut mir leid, ich weiß auf Anhieb gerade nicht, was Overskill sein soll. Die Abklingzeit. Vielleicht ist es einfach nur so ein Übersetzungsfehler oder sowas in die Richtung? Aber ich glaube, das dürfte nicht mehr so teuer sein, Evoki. Gib mir jetzt das Kackding jetzt. Halt den Rand und gib her, danke. Au. Was ist das denn? Aha, au, ich habe vergessen zu splitten. Wirklich? Wirklich? Wisst ihr, was ich hasse? Wenn meine Splits nicht richtig funktionieren. Die globalen Hotkeys sind doch drin. Warum hat das nicht funktioniert, Mann? Oh shit, ich hab keine Granaten. Gestern gab's Dust für 2,49. Echt? Nur so wenig? Holy shit. Wir sind tatsächlich auf PB-Pace, Leute, aber das ist kein sonderlich cooler PB, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Diesen PB hier bin ich nicht so stolz. Das ist ein Müll-PB, ganz ehrlich. Ich warte ja immer noch, dass Dark Souls bei Steam im Angebot ist. So, Opportunity, du. Opportunity, es ist jetzt zwingend notwendig, dass du mir ein Aim-Shield gibst. Haben wir uns verstanden? Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Gib mir ein gutes Aim-Shield. God fucking damn it. Okay, dann halt Hyperion Bridge. Es ist zwingend notwendig, dass du mir ein gutes fucking Aim-Shield jetzt gibst. Ist das klar? Hier! Bam! Easy! Fucking easy! Was ist ein M-Shield? Ich rede von einem AMP-Shield, also AMP-Shield. Das ist ein spezielles Schild, was dir... da machst du Bonusschaden. Wenn dein Schild voll aufgefüllt ist, machst du Bonusschaden. Dafür zieht es ein bisschen von deinem Schild ab.
Das ist halt für den Speedrun wichtig gerade. Und bis eben hatte ich kein gutes, aber jetzt habe ich eins. Es ist zwar eigentlich an sich auch kein gutes Aim Shield, aber whatever. Hey Mackie, wie würdest du es finden, wenn ich Dark Souls speedrunne? Das wäre doch was für dich, oder? Weil dann könntest du zuschauen, wie ich extrem faile. In einem der schwersten Speedruns so. Was meint ihr, komme ich darüber? Huzza! Nope. Ich wollte ja Dark Souls schon mal lernen, aber ich habe es dann aufgegeben. Aber ich glaube, ich habe jetzt neue Motivation, um das, weil ich habe jetzt andere Denkansätze, wie ich das machen würde. Außerdem würde ich auch nicht Any% lernen, sondern All Bosses, weil Any% ist so eine dumme Kategorie. Das kannst du nur machen, wenn du dieses bekackte, wie macht man das in Any%? In Any% geht man über die Brücke und dann den Turm hoch und holt sich dann das Black Knight Greatsword. Genau. Und auf dieses dumme Black Knight Greatsword habe ich keinen Bock, weil es ist ein Random Drop und wenn du das... Wenn dieser Random Drop nicht passiert, kannst du einfach von vorne anfangen. Und darauf habe ich keinen Bock. Dann mache ich lieber All Bosses in der Crapple Mage Version. Wirklich. Das heißt, da habe ich einfach Magie, die ich einsetzen kann. Und mit der wird dann alles gekillt. Und tatsächlich dauert der Dark Souls Video noch gar nicht mehr so lang. Der Weltrekord für All Bosses liegt, glaube ich, bei einer Stunde 19 oder sowas in der Art. Kannst du schnell ballern und nicht nachladen? Das sind doch nur zwei Schüsse drin. Das ist korrekt. Das ist ein Glitch, womit du... Also, warum ich nicht nachladen muss, das ist ein Glitch. Und warum ich so schnell ballern kann, ist, weil das einfach eine Jacobs Shotgun ist. Und Jacobs Shotguns kann man so schnell schießen, wie man den Schussknopf drücken kann. Das ist nicht mal ein Glitch, das ist einfach im Spiel so verbaut. Ich kann so schnell schießen, wie ich die Taste drücken kann. Aber ich muss sie halt manuell selber drücken, das ist halt das Problem. Ups. Das siehst du unten im Stream neben mir. Da siehst du das, die Tastatur. Und diese fünf Dinger da an der rechten Seite, das sind die Maustasten. Und wie ist es? Das eine ist der rechte Mausknopf hier. Der da leuchtet, das ist die linke, warte, die linke Maustaste. Und da siehst du, wie schnell ich hier drücken muss. Wie das hier die ganze Zeit auf und ab blinkt, damit ich so schnell schießen kann. Eine Jacobs, das ist ein Markenname. Das ist keine spezielle Waffe, sondern Jacobs sind die Macher von Waffen. Das sind. Du musst dich einfach mal in Waffenläden und so umschauen. Jacobs Waffen gibt's überall. Es gibt Sniper, es gibt Hey German Restream! Wer sich wohl hinter diesem Namen verbirgt. So, war's das dann? Langsam. Und wenn du mehr über diesen Glitch wissen willst, warum ich so schnell schieße, dann geh einfach oder über das geh einfach mal auf YouTube und gib ein Borderlands 2 Infinite Ammo oder halt auf Deutsch unendlich Munition. Und es gibt 7 Milliarden Tutorials, also ich brauche dir das nicht zu erklären. Für eine Umfrage, dürfen wir dich als Synonym für 70er, 80er Jahre stylen? Von mir aus schon, Bunny. Ich habe nur nicht sonderlich viel zu tun mit 70er, 80er Jahre. Ich bin 92 geboren, ich habe 70er, 80er Jahre nichts zu tun.
Mann, dieser PB wird total kacke, Mann. Warten, go. Ah, das wird nicht mal unter 250. Das ist doch dumm. Ach Mann. Wieso probiere ich das eigentlich jedes Mal? Verwenden wir nicht? Was heißt denn wir? Ich will mehr über das Spiel wissen. Ach so, alles klar. Ja, frag mich gerne zum Spiel. Ich habe mittlerweile ein paar Stündchen in diesem Spiel, also für normale Fragen bin ich gerne offen. Wisst ihr, was das Lustige ist? Ich habe immer noch 150 Energy. Das ist der erste Run, wo ich meine 150 Energy Stacks nicht irgendwo total dumm verkackt habe. Und ja, Ryu meinte wahrscheinlich das hier, ne? Das ist, weil ich gerade auf Japanisch spiele. Und in Japanisch hört sich ihr Gestöhne halt so an. Das ist schlecht. Please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me. Easy. Gestern eigentlich nicht nach das geguckt. Das nervt mich jetzt ein wenig. Ich finde ein wenig schön. Das nervt mich jetzt ein wenig. Man sollte auch richtig springen. Ich finde es übrigens schön, dass ich schon dass ich fast Level 21 bin. Normalerweise komme ich fast nie auf Level. Oh fuck. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ah, okay, easy. Warum ich nicht nachladen muss? Weil das ein Glitch ist, womit ich Infinite Ammo habe. Oder unendlich Munition. Und wenn du dich gleich fragst, warum ich das mache, ist, weil das hier ein Speedrun ist. Ich versuche das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Und ja, ich habe das Spiel schon ich habe irgendwie 200 Stunden in diesem Spiel, das heißt, das ist berechtigt, was ich hier mache. Jetzt habe ich noch keine Granaten mehr. Oh shit. Komm schon, Death Trap, lenk sie ab. Mehr. Der arme Death Trap, er stirbt so schnell. Wegen dem Avink. Das nervt mich jetzt Avink. Ja, das nervt mich jetzt Avink. Warum ist dieser Run ein PB sein? Das ist doch total für'n Arsch. Xone Schatz. Jeden kann erwäng nicht aussprechen. Was für ein Spast. Halt's Maul, Andi. Andi, willst du auf... Andi, sag mal, willst du auf die Frisse oder was? Ach, ich hab schon wieder vergessen zu splitten gerade, merke ich. Verdammt. Mann, schon zweimal vergessen zu splitten. Fuck my life. Wenk, nicht wink. Das habe ich doch gesagt. Come at me, bro! Ja los, Andi, lass uns battlen. Andi, du lernst jetzt einen Speedrun und dann ZFM 16, da gibt's ein Fight Me One-on-One. ZFM 16, Andi, go. Let's do it. Aber dazu musst du einen Speedrun lernen. Obwohl, du kannst ja auch einfach als Zuschauer vorbeikommen und dann ist das okay. Okay, schauen wir mal. Level 18er Shotgun. Shovel Knight Money Matches. Was zum Geil sind Shovel Knight Money Matches? So, das hier ist der echte. Er ist wieder unsichtbar, der Lappen. Und Baby, er ist tot, bevor er sein Kackschild aktivieren konnte. Easy.
Wie viel wiegt ein Hipster? Ein Instagram. Sub 50? Ja, okay, jetzt wo du sagst, aber best possible time stehen noch 2,49. Das heißt, das ist theoretisch noch möglich. Theoretisch liegt's noch drin. Das kommt jetzt ein bisschen auf den da. Auf den da drauf an. Auf den hier. Das Deutsche doch besser. Ich habe schon ewig lange kein Borderlands mehr auf Deutsch gespielt. Oh mein Gott, stirbt der schnell. Holy fuck. What the fuck? Okay, ja. Pff, okay, easy Gold Split. Never mind. Easy Game, easy Life. Lel. Einfach nur Lel gerade. Das nehme ich gerne mit. Was machst du schon wieder hier hinten? Habt ihr gesehen, wie viel Scham ich hier gerade mache? What the fuck is this? Ich glaube, ich habe dem Warrior noch nie so viel Schaden gemacht. Ich glaube, das könnte doch ein Sub 250 werden. Lol, ich habe noch nie gesehen, wie seine Health-Leiste so schnell nach unten geht. What the fuck, man? Oh, ich muss nur darauf achten, nicht gerade mich selber abzukacken gleich. Hier habe ich eine mega gute Shotgun. Fuck off! Mann, ich speedrun dieses Spiel jetzt schon so lange und manchmal verstehe ich es trotzdem nicht, wie... Warum ich auf einmal so viel mehr Schaden mache als normal. Ich meine, macht das wirklich so viel aus? Was zum Geier? Was ist denn das für eine Attacke? Ach komm schon! Mich nervt gerade irgendwie alles andere mehr. Ich befürchte, das wird ziemlich knapp. Das wird echt knapp, Leute. Smiley. Krieg ich das hin in... Das wird knapp. Schaffe ich das in einer Minute? Das wird knapp in einer Minute. Oh Gott, das wird super knapp. Das wird super knapp, Leute. Holy crap. Sub 250? Fragezeichen. Oh Gott, ja, eigentlich soll's trinken. Fuck yeah! Ja. Ich hab noch 2,50 am Ende rausgeholt. What the hell? So, wie geht er? Mann. Also, der Run ist trotzdem scheiße, aber unter 2,50, Bitches. Was?